Wir begrüßen Sie zur heutigen Ligapartie. Wolfuß und Frank Buschmann sind für Sie live vor Ort. Und ich erwarte einiges vom heutigen Spiel, Wolf. In wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen den FC Bayern. Was können wir von den Bayern erwarten? Sie liegen richtig gut im Rennen um die Meisterschaft. Wir haben ja schon mehr als die Hälfte der Saison gesehen. Und das könnte was werden, wenn sie weiter so gute Auftritte hinlegen. Die Gäste bisher mit der ligaweit besten Auswärtsbilanz. 8 Siege aus 10 Ligaspielen stehen für das Team schon zu Buche. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So gehen es die Bayern also heute an. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Das gerade nach dem Umbau 2004 mehrfach preisgekrönte Olympiastadion ist ja mittlerweile nicht nur bei sportlichen Veranstaltungen, sondern ganz allgemein ein touristischer Publikumsmagnet. Jährlich bis zu 300.000 Besucher kommen hierher, um sich im Inneren mal abseits eines Fußballspiels umzuschauen. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Pekarik. Einwurf, der Ball war draußen. Schierbrett. Ibišević. Jetzt könnte es gefährlich werden. Vidal. Und jetzt Douglas Costa. Und er gewinnt den Zweikampf. Lustenberger. Hummels am Ball. David Alaba am Ball. Lewandowski. Die Bayern im Vorwärtsgang. Abwehr hat aufgepasst. Lustenberger. Darida. Und jetzt Hummels. Lewandowski. Schuss! Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Xabi Alonso bringt die Ecke rein. Darida. Gut in den Lauf gespielt. Das war einfach für den Verteidiger. Jetzt Alonso. Jetzt die Bayern im Angriff. Sehr gut aufgepasst. Ibišević. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Schellbrett. Pekarik. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Robben jetzt am Ball. Was macht er? Douglas Costa jetzt. Da kommt der Steilpass. Gute Aktion. Weiser. Einwurf jetzt.
Schälbrett. Weiser. Und den spielt er gleich wieder zurück. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Lewandowski. Robben. Wird das eine Torchance? Und damit sind sie am Ball. Ibišević. Gutes Tackling. Die Defensive steht. Alaba. Lustenberger. Das könnte die Chance werden. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Thiago jetzt. Robben. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Und Thiago. Die Bayern im Vorwärtsgang. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Schälbrett. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Gute Aktion. Lewandowski, den hält er super. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Lewandowski! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Chance vertan, die Kugel ist weg. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Jetzt ist erstmal Pause. Hoffen wir, dass uns die nächsten 45 Minuten mehr Freude bereiten. Jetzt ist noch ein bisschen Platz nach oben. Da schließe ich mich an, Wolf. Die erste Hälfte leider nicht wirklich prickelnd von beiden Teams. Da sollte mehr gehen. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Lewandowski hier im Abseits. Klasse Tackling. Weiser. Lustenberger. Jetzt nochmal die Bayern. Der Angriff könnte was werden. Thiago! Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Situation. Völlig korrekte Entscheidung vom Assistenten, das kann man hier klar sehen. Nun Douglas Costa. Jetzt Vidal. Die Bayern im Vorwärtsgang. Sauber vom Ball getrennt hier. Da kommt der Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Und jetzt wieder die Bayern. Und Thiago. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Und gibt's jetzt die Führung. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Jetzt müssen sie aufpassen. Auch in dieser Szene ist er ganz sicher. Gutes Tackling. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Schirbrett. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Pekarik. Aus der Flanke. Entsteht keine Gefahr. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Kimmich. Robben. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ballbesitz. Und jetzt die Chance. Da ist das Tor. Lewandowski. Wohl einer der komplettesten Stürmer derzeit. Robert Lewandowski zeigt hier auch, warum. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Kalou. Das könnte gefährlich werden. Und das Resultat reicht den Herthanern scheinbar noch nicht. Sie geben jetzt Vollgas. So, jetzt werfen sie alles nach vorne und versuchen es mit langen Bällen. Das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Den spielt er in den Lauf. Jetzt vielleicht. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Lewandowski, er macht das Ding. Da können sie ihn nicht aufhalten und dann lässt er sich natürlich nicht zweimal binden. Die Münchner sind also erfolgreich. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Niklas Stark. Lustenberger mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Thiago jetzt. Er schießt. Diesmal. Hat es also nicht geklappt. Aber er bleibt dran. Regulär sind es noch 7 Minuten. Jetzt könnte es gefährlich werden.
macht er ihn. Sie müssen hier irgendwie ein Tor machen, um wenigstens überhaupt noch mal das Spiel zurückzufinden. Aber wie so oft, dann gelingt dir eben gar nichts. Der hier war knapp. Es fehlt also auch ein bisschen das Glück. Nun Arjen Robben. Das könnte die Chance werden. Und er bringt den Ball rein. Problemlos hat er hier den Ball. Ibišević. Jetzt wird's gefährlich. Gefährliche Flanke. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Klar, Wolf. Das nenne ich einen überzeugenden Auftritt.